Luca, du bist in dieser Saison schon zweimal durch längerfristige Verletzungen ausgefallen bzw. zurückgeworfen worden. Wie gehst du mit einer solchen Situation um? Ja klar, es ist ärgerlich für mich gewesen. Ich hatte gegen Münster das Tor gemacht und war eigentlich gut drin. Dann hat mich die Verletzung wieder zurückgeworfen, aber ich habe gut hier mit Sebastian, unserem Athletiktrainer, gearbeitet und jetzt steht im Comeback nichts mehr im Wege. Du sprichst das Comeback an, das wird es im Hessen-Pokal-Viertelfinale beim FSC Lohfelden geben. Hessen-Pokal-Historie, Hessen-Pokal scheint dir eigentlich schon zu liegen. Da hast du in den vergangenen Jahren ja auch durchaus das andere Mal den SVW in die nächste Runde geschossen. Ja klar, ich kenne Hessen in- und auswendig. Ich bin hier geboren. Ich habe auch schon früher in der Jugend immer Hessen-Pokal gespielt gehabt. Von daher kenne ich mich da schon ein bisschen aus und es macht auch Spaß. Weniger Spaß macht im Moment die Situation, in der sich der SVW befindet. Seit 4 Spielen ohne Sieg, seit 3 Spielen ohne Tor, eigenes Tor und 2 Niederlagen in Folge. Was muss sich im Moment ändern, deiner Meinung nach? Ja, also ich muss sagen, vom Einsatz her stimmt's bei uns. Wir müssen das halt nur umsetzen, wieder vorne Tore zu schießen, die Geilheit wieder Tore zu machen. Ja, und dann klappt es auch wieder von allein, dann holen wir unsere Punkte. Das Engagement, da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Was hast du dir persönlich jetzt noch vorgenommen, nachdem es in der Saison erst eben das nur von dir schon angesprochene Münstertor gab? Ja, natürlich möchte ich mit Toren weiter dazu beitragen, dass wir Punkte sammeln, dass wir so viel wie möglich Punkte noch bis zum Winter sammeln, dass wir ein bisschen ruhiger dann in die Vorbereitung wieder reingehen können und dann voll angreifen. Die Tabelle in der dritten Liga zeigt mal wieder, dass es erneut, wie in den Jahren zuvor auch, vom Gefühl her diesmal noch ein bisschen extremer ausgeglichen ist. Und weiß nicht, wo geht dein Blick hin, nach oben oder nach unten? Ja, zunächst gucken wir erstmal nach unten, dass wir da ein gutes Polster hinbekommen und dann kann man vielleicht mal nach oben schielen und dann greifen wir halt nochmal an nach dem Winter. Dankeschön. Bitteschön.